Hallo und herzlich willkommen zu meinem Live-Let's Play. Hoffentlich die letzte Aufnahme von Crash Bandicoot 1 aus der Insane Trilogy. Ja, uns fehlt nur noch in Stormy Essend das Goldrelikt, beziehungsweise überhaupt mal ein Relikt, weil wir haben bisher noch gar keins bekommen. Aber ich hoffe, dass das heute hier ein Ende haben wird und dann steht uns nichts mehr im Wege, diese tolle Serie zu genießen, denn Teil 2 und 3 sind einfach besser. Okay. Ja, ich würde sagen, wir fangen an, ne? Ja, das fängt schon super an. Aber ich muss erstmal hier reinkommen überhaupt in das Ganze. Erstmal steuerungstechnisch wieder und so weiter und so fort. Wie das hier abläuft. Ah, hier hat man das letzte Mal ja Probleme. Weil das hier irgendwie das Rhythmus geändert hatte. Erstmal überhaupt irgendwie ansatzweise irgendwie weit kommen. Ist mir erstmal egal, was für eine Zeit wir haben. Hauptsache, irgendwas passiert mal hier. Die Musik ist wie immer godlike. Nosen! No! Da wollte ich zu viel. Okay. One more time. Ich war jetzt nicht so Runner. Wir kriegen das heute hin. Wir müssen das heute hinkriegen. Das wäre sonst sehr Panne. Ja, wenn das aber so weitergeht, dann... Also ich freue mich schon ziemlich auf Teil 2 und 3. Weil Teil 1 mit Zeit ist einfach abfuck. Teil 2 mit Zeit war super. Teilweise sehr herausfordernd. Es war hier sehr gut hier. Aber Teil 1 ist einfach. Das ist ja an sich schon schwer. Scheiße. Und dann auch noch unter Zeitdruck. Vielen Dank. Komm, nimm mal die Zeit mit. Es ist genau das gleiche passiert wie beim letzten Mal. Wenn du dich drehst, dann dreht er sich manchmal irgendwie so weg. Das ist schwierig zu beschreiben. Weil du drückst dann nichts. Oder ein bisschen was, wenn wieder volle Kanne in die Richtung. Das hat der im Original nicht gemacht. Ach, ich bin so dumm. Crash auch ein bisschen länger spielen. Dafür dann Tony Hawk ein bisschen weniger, weil das haben wir ja bisher auch immer gemacht. Also Tony Hawk war nie so mega lang immer irgendwie. Oh, das war scheiße. Na, ging aber noch. Tut
mir auch leid, dass ich jetzt nicht so viel quatsche. Aber es ist halt fucking anstrengend, das Level. Ich mag das nicht. Ich find's super, dass es das gibt. Also, dass es das nochmal nachgebaut haben. Aber es hätte nicht mit Zeit sein müssen. 6 Zuschauer. Hallo. Ich muss mal irgendwann mal die neue Version von OBS runterladen. Hatte ich irgendwie Probleme. Da habe ich mir eine alte Version runtergeladen, wo ich wusste, dass sie funktioniert. Und jetzt habe ich gesehen, dass man diese... Ach, scheiße. Diese Einbindungen mit Chat und sowas, dass man die jetzt auch über OBS machen kann. Okay, so weit waren wir noch nicht. Da wollte ich mal gucken, was man da noch alles so machen kann. Welche Alarme und sowas. Ist das ein Wort? Alarme? Alarms? Aber Alarmanetten? Oh, jetzt geht mir schon wieder der Puls, ne? Scheiße, scheiße. Nein! Oh, ich bin so dumm! Ich weiß jetzt auch nicht, was die Goldzeit hier ist. Aber beim letzten Mal hatte ich gut Puffer. Was ist das denn? Was war das für eine Ahnung? Also ganz ehrlich. Fuck. Generell hätte Crash nicht mehr Zeit sein müssen. Also in Teil 3 hat das super reingepasst. Also damals schon mit den Relikten. Teil 2 ist halt, man merkt schon, dass es nicht dafür gemacht ist, aber ich mochte das damals halt schon voll gerne, da einfach durchzurennen. So. Oh. Da lief's echt gut. Ja, das ging echt... Ja, mal gucken, wie weit man jetzt hier kommt. Irgendwie mag ich die Opis hier. Das war auch wieder sehr gut vom Timing. War auch gut. Die nehme ich nicht mit. Oh, das war aber haarscharf. Ah! Ach, da wollte ich zu viel. Wenn die Zeit einbauen wollen, müssen die Gefahr
Du meinst, denke ich mal, die Fahrzeuge. Aber was für Fahrzeuge? Meinst du das Moped und Polar und sowas? Und das Wildschwein und so? Gerade das habe ich eigentlich ganz gerne gemacht, halt so mit den Fahrzeugen dann. Beziehungsweise zum Beispiel beim Wildschwein ist ja so. Das läuft ja von sich aus. Boah. Du musst eigentlich nur alle Kisten kriegen, damit du Platin kriegst. Viel mehr kannst du da nicht machen. Ah, okay, jetzt. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay. Ist immer sehr kritisch. War sehr gut wieder. Bin begeistert. Das auch. Das auch. Oh, geil. Da haben wir gut Zeit gut gemacht. Müssen wir es halt nur noch irgendwie auch umsetzen. Ne? Also. Scheiße. Ich versuch's trotzdem. Ach Mann, ey. Kacke. Ist ja auch Übung. Und außerdem muss ich auch gucken, wie oben die Vögel stehen müssen, damit ich da drüber komme. Weil das weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Gerne rausfinden, wenn keine Zeit gibt. Ich schwöre mich oft und gerne über Crash 3, aber die Jetpack-Level vom zweiten Level finde ich genauso kacke. Ja, die sind knifflig mit Zeit. Ich hoffe mal jetzt nur nicht, dass, wenn ich hier durchkomme, dass mir dann. Ach, leck mich doch. Das wäre dann irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Sekunde fehlt oder so, weil ich irgendwie ein bisschen zu lange stand. Die fahrzeugigen Level sind wie zum Beispiel das vorherige Level auch bei Zorn des Cortex finde ich wiederum okay. Von des Cortex war der vierte Teil für PlayStation 2, ne? Den gehasst, der war so scheiße. Ich hab mir den mal von einem Klassenkameraden damit ausgeliehen. Fand ich nicht gut. Aber ich hab da auch nie 100% gut, weil ich das so schissen fand. Super. Ja, muss mal gucken, dass ich das so immer hinkriege, weil da zu warten dauert immer ewig. Okay, hier eine Minute könnte man sich mal ganz gut merken. Etwas lauter sprechen oder Ingame-Sound? Machen wir den Ingame-Sound ein bisschen leiser.